spazieren über die Brücke. Und was ist das für ein Auto? Ein? Hallo. Ich denke, Frau Michaelis bringt Benjamin. Na, du, da möchte ich schon dabei sein. Ich hab mir freigeben lassen. Sag mal, ist Vollmers nicht sauer, wenn du so oft unbezahlten Urlaub nimmst? Ja, begeistert ist er nicht. Was ist denn? Sei mal schön still. Hat der wieder Bauchweh gehabt? Ja, aber wieder Durchfall gehabt. Na, Durchfall? Ja, komm. Ich hab den Stuhl schon eingereicht vor 3 Tagen. Na, dann hat er doch einen Infekt. Ne? Ja, warum ist das? Ja, Mensch, schau, da ist der Onkel Römer. Ja. Also, ich bin so weit von mir aus. Können. Ja, ja, ist gut. Ja, aber das ist los. Okay. Oh, mein Spitz, ist ein großer Benjamin. So, und? Ja, kommt auch mit. Meine Vieh kommt alles in Gang. So, jetzt werden wir ein bisschen Spritze machen. Kriegst du eine? Hier sind die Untersuchungsergebnisse. Es ist kein Blut im Stuhl. Ja, bitte bleiben Sie gleich da wegen des Blutes, ja? So. Also ich vermute einen viralen oder bakteriellen Infekt. Aha. Nee, du, das kann kaum sein. Es sind keine pathogenen Keime im Stuhl. Er hatte Durchfall, obwohl er kaum was gegessen hatte. Siehst du? Ja, wir können ja eventuell noch eine Magen-Darm-Passage machen. Nein, da warten wir doch lieber erst die Blutuntersuchung ab. Ja, na, okay. Gut, siehst du, es hat ein bisschen gepiekt, aber das tut ja auch gar nicht weiter weh, ne? Ja, siehst du. Ja, such mal den Bauch, wo er ist. Jetzt haben wir es doch schon. Wups, siehst du, jetzt haben wir das schon. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Pipi. Bitte schön. Ach, Daphne! Ja, Spitzlein, es war ja. Du warst so tapfer die ganze Zeit. So schlimm war das doch gar nicht. Oh, mein Schätzlein. Dieser kleine Pieker. Du, Kinder, macht's gut weiter. Ja, du auch. Herr Professor? Ja? Der Herr Hügler möchte Sie gern sprechen. Ja, ich komme gleich. Also, viel Sehen. Christa. Ja? Mach dir keine Sorgen. Ja, mein Schatz. Tschüss. Komm, jetzt gehen. Benjamin schläft. Na, wie schön. In der Klinik was Neues? Nein, nichts Besonderes. Weißt du, das ist wirklich zu blöd. Der eine will seine Gesundheit mit Geld zurückkaufen. Dabei hat er Krebs. In fortgeschrittenem Stadium. Und der andere hat eine harmlose Zyste und glaubt, er hat Krebs. Und beide halten mich natürlich für eine sehr fragwürdige Erscheinung, sowohl in meiner Moral als auch in meiner Diagnose. Auch mit dieser Einschätzung müssen Ärzte leben. Tja, das ist wahr. Natürlich ist es nicht einfach, in der Mitte seines Lebens mit Würde und mit Anstand sterben zu müssen. Andere verlieren den Mut zu leben. Und warum? Weil sie eine harmlose Wucherung für einen Vorboten des Todes halten. Es ist wirklich zu dumm. Ich hole mir einen Cognac. Machst du einen? Nein, danke. Also, wir haben eine Einladung. Oh, Therese und Frederik heiraten übernächste Woche. Du, da kannst du nicht wieder kneifen, da müssen wir hin. Was bist du Therese schuldig? Und Angel, ihrem Vater. Na, wie sehe ich aus? Schick, was? Ja, enorm. Therese wird sofort ihren Frederik stehen lassen. Wow, Donnerwetter. Ja? Sie sehen ja entzückend aus, gnädige Frau. Drehen Sie sich doch mal, ja? Ja. Bitte. Ja, schön. Und noch mal. Entzückend. Sagen Sie, ja, sind Sie noch frei? Wissen Sie, ich liebe so stattliche Erscheinungen wie Sie. Ah ja, natürlich bin ich frei. Aber irgendwas fehlt an Ihnen, liebe Frau. Ja, hier. Ja, nee, da nicht. Da nicht? Im Haar, eine Rose. Oh nein, meine schöne Frisur. Ja, die ist dann hin. Oder? Bisschen zu viel? Nö. Nö. Darf ich bitten? Ja. Donnerwetter. Ja, da staunen Sie, nicht? Ja, ja, bitteschön, so sieht man aus. Und so sehen wir auch aus, wenn Sie Herrn Pohl vor den Traualtar führen würden. Ist das kein Grund zum Heiraten? Herr Professor. Passen Sie auch gut auf Benjamin auf? Natürlich. Heute ging es ihm ja so gut wie lange nicht. So, bitteschön. Dankeschön. Viel Spaß. Dankeschön, gute Nacht von mir. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist der Triumphmarsch aus Aida. Ja.
Kriegt der Hochzeitsmarsch als Lohngrin. Aber das macht doch nichts. Hauptsache kein Trauermarsch, nicht? Ja. Das war einmal ein Absatz. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Michaelis. Ist was mit dem Kleinen? Nicht mit dem Kleinen. Mit dem Großen in Hamburg. Er musste operiert werden. Inzwischen hat er die Operation gut überstanden. Ja, was hast du denn überstanden? Was ist passiert? Geschossen hat jemand auf ihn. Was? Es besteht keine akute Gefahr mehr, sagt Elke. Und seit wann wissen Sie das? Also, Sie waren gerade abgefahren, da hat Elke zum ersten Mal angerufen. Doch warum haben Sie mich nicht angerufen bei Rotenburgs? Sie sagt, ich soll sie auf der Hochzeit nicht stören, weil... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Himmeldonnerwetter noch mal. Ich tanze auf der Hochzeit und kein Mensch sagt mir, dass mein Sohn angeschossen worden ist. Das gibt's doch nicht. Aber ist doch wahr. Elke meinte, wenn Sie nach Hamburg wollen, kriegen Sie so oder so nur die erste Frühmaschine. Und Sie hätten 5 Stunden länger Angst gehabt. Alles gut. Und wo ist Elke? Zu Hause oder in der Klinik? Zu Hause. Wir haben es doch nur gut gemeint, Herr Professor. Na, ist ja gut. Ich rufe Sie an. In die Klinik. Na, wie geht's euch? Psst. Er ist gerade eingeschlafen. Er war heute den ganzen Tag ziemlich schlapp. Aber Fieber hat er keins mehr. Nee, Fieber hat er nicht. Naja, vielleicht bin ich auch ein bisschen überängstlich. Und wie geht's dir? Im Institut. Oh. Nee, nee. Ich meine allgemein. So. Ja, gut. Mhm. Aber du würdest meinen Glückszustand wirklich wesentlich vergrößern, wenn du dich imstande siehst, mein Wirtschaftsgeld zu erhöhen. Ah ja? Ja. Und das Gehalt von Frau Michaelis müssten wir auch mal aufbessern. Ja, warum sagst du mir das nicht? Das tue ich ja gerade. Und außerdem? Außerdem? Na, außerdem könntest du auch selber drauf kommen. Aber du hast doch Bankvollmacht. Brauchst du nur abzuheben. Ja, aber ich möchte es ganz gern mit deiner Zustimmung. Aber Christa, das ist doch lächerlich. Auf dem Konto ist ja auch dein Geld, nicht? Das Geld, das du verdienst. Ist ja genau dasselbe, wie wenn ich dich frage, kannst du mir bitte mein Taschengeld erhöhen? Oh ja, bitte. Was? Na, du brauchst mir nicht unbedingt zu fragen, aber tun könntest du es. Weißt du, du gibst viel zu wenig Geld für dich aus. Ach so? Ah, du glaubst also, dass ich... Ja, Klaus. Du glaubst also, dass ich zu wenig Geld für mich ausgebe? Ja, wirklich. Und das macht es dir so schwer? Auch mal für mich nach Herzenslust einzukaufen, ja. Vielleicht mal was Überflüssiges. Nur so. Lust und Laune. In der Boutique von Luisa zum Beispiel, da habe ich ein ganz irres Kleid gesehen. Also, das ist bis dahin geschlossen, alles eng anliegend, nur hier einen solchen Ausschnitt. Dann ist es ganz eng anliegend und hinten hat es einen solchen Rückenausschnitt. Dann ist es ganz schmal bis zur Taille und dann einen solchen Rock. Ach, es ist einfach wahnsinnig teuer. Ich bringe es einfach nicht fertig, so viel Geld auszugeben, wenn du sogar zögerst, dir mal 2 neue Krawatten zu kaufen. Du hast also nur vom Wirtschaftsgeld gesprochen, damit du dir selber neue Klamotten kaufen kannst, nicht? In etwa schon, ja. Das ist heimtückisch und hinterlistig. Kann man so sehen. Schämst du dich nicht? Nein, eigentlich nicht. Warum hast du nicht gesagt, nimm ein paar 1000 Mark vom Konto und gehen wir groß einkaufen, hm? Du kennst dich wohl nicht. Nein. Ohne ausführliche Diskussionen, ohne behutsame Einstimmung und Erörterung würdest du sagen, was willst du denn eigentlich? Ich hab doch alles. Und noch zu Udes Hochzeit deinen dunklen Anzug aus dem Jahre 63 anziehen. Na ja, natürlich, klar. Ich hab mich ja sehr gut gehalten, nicht? Ja, figürlich habe ich mich sehr gut gehalten. Na, also gut.
Vielleicht hast du wirklich recht. Also in Ordnung, dann werden wir in Ruhe überlegen, was wir alle notwendig brauchen. Oh nein, du schuft, du schuft, du schuft! Psst! Wenn es etwas leiser ginge, Benjamin schläft. Wir sind schon still. Ob er einen Termin für Benjamin hat. Ich fahre mit. Du fährst nicht mit, du hast Dienst. Komm her. Ich sage ab. Nein, du hast Dienst, kommt ja gar nicht in Frage. Wenn einer eine Diagnose finden kann, dann ist es nur der Körner. Schätzlein, ja. Ist ja gleich wieder gut, mein Spätzlein, komm. Das ist auch der Verlauf, der uns so beunruhigt. Tagelang geht es ihm gut und er ist unternehmungslustig und dann plötzlich hat er Durchfall und kolikartige Bauchkrämpfe und kalten Schweiß. Ja, Sie sind sozusagen unsere letzte Hoffnung. Ohne Diagnose keine Therapie. Sie sind auch Ärztin? Ja, aber ich bin seit einem Jahr am Konstanzer Institut für Immunforschung. Interessant? Ja, sehr. Dann ist ja Vollmers Ihr Chef. Ja, kennen Sie ihn? Ja, gut sogar. Er verlangt viel, was? Das kann man wohl sagen. Ich komme manchmal nicht vor Mitternacht ins Bett. In Konstanz? Ja, ich habe da eine kleine Wohnung. Aber seit der undefinierbaren Krankheit von Benjamin, da lasse ich mich öfter beurlauben. Aber wir haben jemanden, der Benjamin beaufsichtigt. Kann es ein Virus sein, den man nicht kennt? Noch nicht kennt. Ich weiß, eine Darmspiegelung ist sehr unangenehm. Und ich weiß auch nicht, ob man sie machen muss. Mach ich nicht. Nein? Nein. Ja. Wissen Sie auch keine Therapie? Ihr Sohn verkraftet Ihre Abwesenheit nicht. Das heißt, die ständige Abwesenheit würde er nach einiger Zeit wahrscheinlich sogar besser verkraften. Nicht aber dieses Hin und Her. Ich brauche Ihnen doch keinen Vortrag über psychosomatisch bedingte Krankheiten zu halten. Nein, nur... Und Sie haben sicher nicht gewusst, dass auch ein Dreijähriger davon befallen werden kann? Das ist allerdings die Ausnahme, aber auch die Seele eines Kindes kann, wenn sie mit etwas nicht fertig wird, körperlich protestieren. Es sind Notsignale. Hängen Sie Ihren Beruf an den Nagel, Frau Kollegin. Ihr Sohn braucht Sie täglich. Mehrere Stunden. Dann wird es nicht lange dauern und die Krankheitssymptome sind verschwunden. Sie entschuldigen mich. Ich muss zur Vorlesung. Ich steine So. Und jetzt stellen wir da alles. Da legt die ganzen Männchen rein. Komisch.
Manchmal hatte ich auch so ein ungutes Gefühl, dass es an der Trennung liegen könnte. Hast du dir auch sowas gedacht? Ja, aber ich hab's nicht glauben wollen. Warum hast du nie was gesagt? Weißt du, ich wollte nie, dass du nach Konstanz gehst. Meinetwegen. Und jetzt möchte ich nicht, dass du vielleicht glaubst. Ich nehme Benjamin als Vorwand, dass du die Forschung wieder verlässt. Als Vorwand? Ich werde es gleich hinter mich bringen. Ich fahre nach Konstanz und bitte Vollmers, mich nur noch früher aus dem Vertrag zu entlassen, als schon besprochen. Ja. Du scheinst von meinem schnellen Entschluss gar nicht begeistert. Vielleicht weiß ich, wie schwer dir fällt. Oder nicht? Ja, sicher. Danke, Mama. Aber noch schwerer würde es mir fallen, nicht alles für Benjamin zu tun. Und für mich. Du sag mal, mit der großen Freundschaft zwischen Frau Michaelis und unserem Nachbarn ist es wohl vorbei, was? Tja, na ja, sie schützt sich vor sich selbst. Lieber einsam sein, als noch mal enttäuscht, sagt sie sich. Naja, vielleicht will Pohl nicht allein sein. Ich kann das verstehen. Ah ja? Ja, na, wer will schon gern allein sein, nicht? Ach, ist das eine Anspielung auf meine Zeit in Konstanz? Och, du bist ja jetzt hier. Ja, jetzt, aber wenn ich nicht gekündigt hätte, hätte es dann was werden können zwischen der Plessers und dir? Sie hat jetzt Sander. Bevor Sander kam. Tja, wie soll ich das wissen? Ein Mann braucht doch eine Frau, nicht? Ihre Nähe, ihre Wärme. Sonst kann er ja gleich ins Kloster gehen, oder? Naja, dann ist ja Benjamins Erkrankung noch gerade rechtzeitig gekommen, nicht? Ja. Vielleicht. Ach, sonst hättest du mich verlassen. Ja, wie kann man jemanden verlassen, der nie da ist? Von flüchtigen Besuchen bei schlechtem Gewissen abgesehen, nicht? Tja. Na, da haben wir wohl Glück gehabt. Ja. Ja, alle haben wir Glück gehabt. Natürlich alle. Die Kollegin Plessers, die jetzt wieder mit ihrem geschiedenen Mann zusammen ist, hat Glück gehabt und... Therese mit Gessen hat besonders großes Glück gehabt, nicht? Und das größte Glück hat natürlich dein geliebter Vollmers mit unserem ehemaligen Kindermädchen gehabt, nicht? Alle haben wir großes Glück gehabt. Sag mal, ist Angie gekommen? Ja, die ist schon da, die streift mit Udo umher. Na, wie schön. Herr Professor. Wie geht es? Ach, wunderbar. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mir geht's wunderbar, danke schön. Und wie geht's dir, Frau Doktor? Ach, ja. Ebenfalls prächtig. Na, prima. Ah. Vor allen Dingen diese Stille. Das Udo, komm, schauen wir mal. Wer ist denn das? Mein Vater und Christa. Aha. Kriegen wir noch mal eine Schleife? Dann blick doch mal zurück. Sag mal, ob ich das in meinem Alter auch noch schaffe?
Was? Naja, fliegen, was sonst? Du. Lern erst mal gehen. Noch ein Stück, Frau Doktor? Oh, bitte nicht wieder mästen, nur weil ich 2 Tage nicht da war. Was gibt's sonst Neues? Überhaupt nichts, alles bestens. Bis auf die Geringfügigkeit, dass wir bestohlen wurden. Der Uhrmacher Finkel hat mich angerufen, ich weiß Bescheid. Sie ist ja wieder da, nicht? Diebstahl bleibt Diebstahl. Klaus, kannst du mir sagen, was vorgefallen ist? Ein junges Mädchen hatte sich bei uns im Schuppen verkrochen, völlig heruntergekommen und durchnässt. Ich habe sie in der Kammer übernachten lassen. Ja, und zum Dank dafür hat sie ihre Taschenuhr, ein Erbstück, mitgehen lassen. Verzeihung, aber Sie sind wirklich zu vertrauensselig, Herr Professor. Hatte der Diebstahl so zugesetzt? Ach, überhaupt nicht. Ich habe die jetzt in der Klinik auf der Flucht vor mir, lief die in ein Auto. Weil ich Trottel glaubte, ich muss sie persönlich überführen. Ja, und? Na, und gar nichts und. Warum habe ich den Finkel nicht gebeten, die Sache auf sich beruhen zu lassen? Warum nicht? Stattdessen spiele ich Detektiv, lieben Gott und Richter in einer Person. Kannst du mir sagen, warum? Warum denn? Warum mache ich das? So ein großes Verbrechen ist es nun auch nicht, eine Diebin zur Rede zu stellen, der man nur Gutes getan hat. Nur Gutes, mein Gott. Was habe ich denn Gutes getan? Die hat sich die Uhr genommen, damit sie sich was zu essen kaufen kann, nicht? War doch völlig verstört. Angst stand ihr im Gesicht geschrieben. Angst vor allem und jedem, auch vor mir. Die musste doch durchdrehen, als ich plötzlich auftauchte. Ja, ist sie so schwer verletzt? Nein. In einer Woche kann ich sie entlassen, in eine ungewisse Zukunft, nicht? Wieso? Das Mädchen ist 15 oder 16 Jahre und irgendwo ausgerissen, ist doch klar. Wo wird sie hingehen? Ja, sprichst du nicht mit ihr? Natürlich spreche ich mit ihr, aber sie spricht nicht mit mir, sie spricht mit keinem. Ja, natürlich wird sie irgendwann wieder ausreißen, nicht? Ach, das glaube ich nicht. Und du kennst sie doch gar nicht. Ja, aber ich kenne dich. Du kannst sehr viel Geduld haben, wenn es drauf ankommt. Ne? Oh ja? Ich bitte nicht, dass du 2 Kinder hast. Christa, mach ihm doch ein Breichen, ja? Hallo. Na, sonst geht's dir gut, was? Ja, ausgezeichnet. Ich habe mich mal wieder als Organisationstalent erwiesen. Am 11. standesamtliche Trauung, am 12. kirchliche Trauung und am 14. verbringt das glückliche Paar seine Flitterwochen. Na, was sagt ihr dazu? Großartig, großartig. Wird der alte Schrank endlich leer, nicht? Er hat nämlich nicht genügend Platz für seine Bücher, weil zu viel Geschirr drin ist. Jetzt will er es bei eurem Polterabend in Scherben schmeißen. Ja, das ist doch eine fabelhafte Idee. Ja. Und jetzt geht es ins Bettchen. Jetzt geht es ins Bettchen. Juhu! Komm, nimm dir das noch mit. Bitte, das nimmst du mal. Gute Nacht. Winke, winke. Winke, winke. Winke, winke. Winke, winke. Hallo, gute Nacht. Gute Nacht. Dankeschön. Klaus? Was ist los? Deine Stimmung ist ja wie weggeblasen. Ja. Hat das einen Grund? Mein Sohn Udo weiß besser, wie man heute den Meniskus operiert. Ich weiß es nicht. Ich pfusch herum. Ich gehöre in den Ruhestand. Hat er das so gesagt? Nee. Aber ich hab's so verstanden. Doch kein Zustand. Demnächst heiratet er. Willst du mit diesem Gesicht bei der Hochzeitsfeier sitzen? Was soll ich machen? Soll ich mich entschuldigen? Das ist bestimmt nicht so gemeint. Dann soll er kommen und mir sagen, dass er es nicht so gemeint hat. Klaus, ich bin zufällig auch Ärztin. Und wenn ich nicht alles vergessen habe, so gibt es für viele Eingriffe unterschiedliche Operationsmethoden. Darum dreht sich's doch gar nicht. Na, warum denn? Wer von euch beiden der bessere Mediziner ist? Na, er natürlich, ne? Er weiß ganz genau, wo es lang geht.
war eine Operationsmethode. Klaus, du hast ihm Jahrzehnte an Erfahrung noch vielen Gebieten voraus. Wenn er jetzt, was den Meniskus angeht, einen Vorsprung haben sollte, sollte, sage ich, warum bist du da nicht lieber stolz auf ihn, statt beleidigt? Ich möchte diese Unterhaltung bitte nicht fortsetzen. Was ist denn? Frau Michaelis! Was hat sie denn? Pol ist vom Dach gefallen. Sieht nicht gut aus. Na, wo ist der? In der Klinik. Nee, bei uns ist er nicht. In Udos Klinik. Warum das denn? Ja, Udo war gerade hier, als es passierte. Aha. Du, willst du nicht hin? Sie operieren gerade. Nee, das geht nicht. Das würde ja aussehen, als wenn er es ohne mich nicht schafft. Nee. Ach, Klaus. Nein. Es geht nicht. Das ist der Treploff. Er möchte mit dir sprechen. Haben wir nicht schon... Telefonisch, ja. Ja. Ja, ich habe ihn ja gesagt. In 2 oder 3 Jahren. Wenn Benjamin größer ist. Werden Dutzende von Krebspatienten gestorben sein, weil Tremolin nicht rechtzeitig auf den Markt gekommen ist. Sie sind eine Kapazität auf dem Gebiet der Krebstherapie. Sie können uns helfen, die komplizierte klinische Forschung zu beschleunigen und damit die Zulassung beim Bundesgesundheitsamt. Ich sag dazu nicht. Wenigstens 5-6 Stunden am Tag. Entschuldigen Sie, aber ich muss mich um unsere Haushälterin kümmern. Jemand, der Ihnen nahesteht, hat einen Unfall. Sprechen Sie mit ihr. Bitte. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Ihre Frau alle Mittel und alle Mitarbeiter zur Verfügung gestellt bekommt, die sie benötigt. Es muss doch gehen. Halbtags wenigstens. Herr Treploff, ich werde ihr keineswegs sagen, dass sie es tun soll. Aber ich kann ihr vielleicht sagen, dass ich nichts dagegen habe, wenn sie es tun will. Danke. Ah, Sie sind's, Herr Treploff. Was gibt's denn so eilig? Gut, warten Sie, ich hole Sie. Dankeschön, Schatz. Du, Christa, der Pharma-Treploff fragt, ob du dir's überlegt hast. Was gibt's da zu überlegen? Ich hab schon 2-mal Nein gesagt. Sag zum 3. Mal Nein. Ja, kommen gleich wieder. Kommt ja gleich wieder. Schau mal, da habe ich noch ein Schiff. Da habe ich noch ein Schiff. Ein Motorschiff und ein Segel. Was machst du denn da? Nicht kaputt machen. Nein, das soll doch fahren. Das ist aber schnell gegangen. Braucht ihr ja nur Nein zu sagen. Nein. Warum? Nur weil du Nein gesagt hast. Naja. Soll ich etwa Ja sagen? Jetzt, wovor Michaelis viel zu nervös und zu beschäftigt ist, um Benjamin zu betreuen, weil sie mit ihren Schuldgefühlen nicht fertig wird. Oh. Es gibt ja Kindermädchen, ne? Oh, was du nicht sagst. Sag mal, redest du mir etwa zu? Naja, jedenfalls nicht ab, nicht? Fliegenautos. Ja, wenn die dich in der Krebsforschung so dringend brauchen, das ist doch eine Anerkennung, ne? Findest du doch auch, ne? Das ist eine Anerkennung. Ja, und halbtags schon mal. Halbtags. Das ist ja nicht so wie in Konstanz, nicht? Da konntest du höchstens 1 oder 2 Mal in der Woche ab jetzt nach Hause kommen. Du meinst also wirklich, ich soll ein Kindermädchen engagieren? Ja, ich finde ja.
Zeit für Benjamin hast du immer noch genug. Das ist ein Schiff. Du sei vorsichtig. Ich bringe es fertig und rufe Treplow an und sag ihm, dass ich es mir anders überlegt habe. Reizen tut mich das Angebot schon. Na ja, dann tust du. Ja. Oh. Ja, was schaust du so? Liebesleute küssen sich. Stell dir vor. Ja. Oh, das ist so. Oh, stimmt mal noch. Damit wollen wir das drauf tun. So. Und. Wer ist das denn? Das Kindermädchen. Was? Ein männliches Kindermädchen. Na so. Hä? Los, Achtung. Und zack. Na und ist gut. Nächster bist du dran. Ja. Hat dir die weibliche Bewerberin gestern besser gefallen? Nein, nur irgendwie, ich weiß nicht. Darf ich? Ja, möchtest du einen jungen Mann im Haus? Und? Ich wollte ihm Nein sagen. Und dann? Und dann habe ich mir gedacht, dass wir nicht anders sind. Als wer? Als all die Chefs, die lieber Männer einstellen als Frauen. Nur im Umgekehrt, nicht? Wir haben doch das gleiche Vorurteil. Warum soll ein Mann kein Baby wickeln, hm? Ja. Und da haben wir doch Gelegenheit, unsere Vorurteile abzulegen. Major Henning macht einen guten Eindruck. Nehmen wir ihn. Jawohl, wir nehmen ihn. Und wenn er dir den Hof macht, schmeiß ihn raus. Wieso das denn? Dankeschön. Auch verheiratete Chefs sehen es bekanntlich nicht ungern, wenn sie von ihren weiblichen Angestellten angehemmelt werden. Wo bleibt denn da nur wieder die Gleichberechtigung? Was sagst du da? Chefs lassen sich niemals anhimmeln. Hm? Niemals, das sind böse Gerüchte. Was? Chefs arbeiten. Ach, ja? Jawohl. Lass du mich jemals mit Fräulein Mais flirten sehen? Oder mit Oberschwester Hildegard? Na, ja. Na, oder mit Frau Michaelis? Na. Wir können ja. So. Feierabend. Endlich. Na? Klappt's mit der Niere für Jochen Marc? Ja. Ja. Na, das ist schön. Endlich mal eine gute Nachricht. Ein Unfallopfer? Nein, ich. Natürlich du. Das tue nicht dein Ernst. Doch. Das kommt gar nicht in Frage. Das habe ich auch gesagt. Na, dann habe ich eingesehen, dass er recht hat. Ach, und jetzt bist du zu seiner moralischen Unterstützung her? Das glaube ich einfach nicht. Ja, was meinst du, was ich sage? Soll ich sagen, ja, Schatz, mach das? Also, Klaus, damit bin ich nicht einverstanden. Ich spreche auch im Namen von Benjamin. Christa, eine Nierentransplantation wird heute so perfekt durchgeführt wie ein... Ja, ja, wie ein Leistenbruch. Ach, komm, spart euch diese Märchen. Zufällig bin ich auch Ärztin. Christa, Jochen ist der Sohn meiner verstorbenen Schwester. Den du kaum kennst. Ja, das stimmt. Wir hatten uns aus den Augen verloren. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich habe ihm Hoffnung gemacht, verstehst du? Die Transplantation war vorbereitet und dann musste ich das Entnahmeteam wieder wegschicken. Weil Frau Kilsch nämlich ihre Zustimmung verweigert hat, verstehst du? Sollte ich sagen, April, April? Und hinzu kommt, dass unsere Gewebe eine Identität haben, die
in 100.000 Fällen vielleicht einmal vorkommt. Na du, was hast du denn? Hm? Was willst du denn? Du bist gesund, ich bin gesund, Benjamin ist gesund. Hm? Ja. Ach du, ich bewundere deine Ruhe. Hm. Das ist ja beinahe ansteckend. Kommt mir vor, als lässt du dir morgen einen Zahn ziehen und nicht eine Niere entfernen. Du, vom Zahnarzt habe ich Angst, das weißt du. Hm? Ja. Was sagen die denn in der Klinik dazu? Gar nicht. Ein paar von denen haben mir heute die Hand gedrückt, als ob... Borsdorf nicht, nee, der nicht. Der findet das ganz normal. Der hat doch vollkommen recht. Wir müssen morgen früh raus, du. Ja. Mhm. Sehr früh. Ich schau noch mal nach Benjamin, ja? Tag, Klaus. Na? Hast du beide mitgebracht? Ja. Aber einen nehme ich wieder mit. Darf ich ihn dir entführen? Ja. Mach's gut. Du auch.
hinaus. Ja, mein Schatz. Du musst deinen schwarzen Anzug anprobieren, ehe dein Sohn heiratet. Ja, ja, sicher. Sicher, sicher, sicher. Aber der Feldberg ist zu weit vorne. Aber das muss ich mir alles in Ruhe überlegen. Ich bin ja kein Fanatiker, nicht? Nein, ich bin kein Fanatiker. Ich glaube, ich trinke doch jetzt einen Kaffee und fahre mal in die Klinik rüber. Wieso das denn? Wir wollten doch jetzt spielen. Du bist ja nicht gekommen. Ja, okay, okay. Ich habe mich verspätet, aber nur, weil ich einen neuen Streckenabschnitt besorgt habe mit zwei Weichen. Oh, wird sofort montiert. Komm. Ich weiß, nur noch den Brief hier lesen. In zwei Stunden ist kirchliche Trauung. Ich weiß ja, mein Schatz, ich... Ah! Herr Pohl, wie geht's denn? Herzlich willkommen. Danke, danke. Na, was wollen Sie? Das geht ja schon alles wieder fabelhaft. Ja, morgen steige ich auf den Mount Everest. Ja, aber nicht übermütig werden. Nicht. Na gut, dann fange ich erst mal mit dem Einzug der Isolatoren von Siemens und Halske an. Danke. Vorsichtig, vorsichtig. Sie sehen ja, er ist auf dem Wege der Genesung. Aber keine mehr aufs Dach steigen, nicht? Nee, bestimmt nicht. Übrigens, Ihr Junge hat das ganz prima hingekriegt. Das ist ja mein Sohn, nicht? Ja. Ich bin richtig froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ich auch. Tja, das wird jetzt wohl Ihre Aufgabe sein. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Eine Aufgabe, die Sie sehr glücklich machen wird, nicht? Ja, Sie schon, aber uns vielleicht nicht. Ach, Klaus, ich glaube, wir brauchen eine neue Hilfe. Und zwar bald. Ja, das glaube ich auch. Aber vielleicht bleibt Mario noch ein bisschen. Herr Pohl! Ich versuche ihn gleich mal anzurufen. Ach, Klaus, komm, es wird Zeit. Ja, ja, ich komme ja gleich. Harry? Benjamin! Benjamin ist verschwunden, stell dir vor. Was sagst du? Ja, Benjamin ist weg und Jerry ist auch nicht da. Ja, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Benjamin ist verschwunden, ich weiß gar nicht, ob wir zur Hochzeit kommen. Ach, zu welcher Hochzeit denn? Wie soll ich denn heiraten, wenn Udo nicht da ist? Ja, das weiß ich auch nicht. Du, ich muss mich um Christa kümmern, entschuldige. Stell dir vor, Udo ist auch nicht da. Was sagst du? Udo ist auch nicht da. Ja. Ach, das freut mich für euch, ja. Du, aber wir können trotzdem nicht kommen. Wir haben Benjamin immer noch nicht gefunden. Ja. Ja, das machen wir. Udo hat beim Unfall erste Hilfe geleistet. Was? Moment mal, was soll denn das heißen? Habe ich jetzt vielleicht keine Freiheiten mehr? Papi? Ja? Hast du mir da was verschwiegen? Ja, ich glaube ein bisschen. Aber darüber reden wir mal unter vier Augen, nicht? Also, das ist doch wirklich das Letzte. Ihr verdient uns alle nicht. Liebes Brautpaar, liebe Freunde, liebe Kollegen. Jede Operation ist wirklich ein Kinderspiel im Vergleich zu einer einigermaßen vernünftigen Hochzeitsrede. Doch, wirklich. Naja, soll ich witzig sein? Gut, dann müsste ich sagen, lieber Udo,
Du hast dir aber sehr viel Zeit gelassen mit deiner Elke. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Oder soll ich feierlich sein? Gut. Dann müsste ich sagen, haltet das Glück dieses Tages fest. Das Glück ist launisch, es flattert davon. Wenn ihr es nicht hegt und pflegt, wie einen kostbaren Schatz. Oder soll ich ehrlich sein? Gut. Dann muss ich sagen, mein lieber Sohn, meine liebe Schwiegertochter, auch wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, auch wenn ihr es nicht glauben könnt, auch wenn ihr schon einige Zeit miteinander gelebt habt, der Alltag der Ehe kommt bestimmt. Und wie alle Ehepaare in der Welt, werdet ihr euch eines Tages streiten und der eine wird zum anderen sagen, du verstehst mich ja nicht mehr, und der andere wird erwidern, du verstehst mich auch nicht mehr. Und es könnte sogar weitergehen, ohne Anstand und vielleicht auch ohne Respekt voreinander. Denn im Leben gibt es viele Anlässe für Streit und Unfrieden, für Entfremdung und Lieblosigkeit und sehr wenige Möglichkeiten, Konflikte und Probleme zu bewältigen. Aber eine Möglichkeit, die gibt es immer. Und diese Möglichkeit heißt Liebe. Ohne Liebe läuft überhaupt nichts. Wir wollen also alle miteinander anstoßen und hoffen, dass bei euch die Liebe immer das letzte Wort hat. Nun haben sie es ja endlich geschafft. Tja, meinst du? Das ist erst der Anfang, nicht das Ziel. Oder sind wir beide schon am Ziel? Ich hoffe nicht. Du hast recht. Wenn du zurückdenkst, war es eine glückliche Zeit? Es war eine gute Zeit. Ohne Wenn und Aber. Glück gibt es ja immer nur für Momente. Und ich habe dir viele Momente gemeinsamen Glücks zu verdanken. Aber ich war auch oft viel allein mit meiner Angst. Angst? Ja. Nur zuerst die Angst, dass es dir nicht ernst ist mit der Krankenschwester. Ja, und dann die Angst vor dem Studium, dass ich es nicht schaffe. Die Angst vor dem Beruf, vor der Bewährung, vor dem Versagen. Und dann die Angst vor dem Versuch, in der Forschung zu beweisen, dass ich alles kann. Erfolgreich sein im Beruf und eine gute Frau. Ehefrau und Mutter. Eine Frau muss halt immer doppelt so gut sein wie ein Mann. Und du bist als Persönlichkeit schon ziemlich imposant. Tja, und dann immer wieder die Angst, dich zu verlieren. Hab keine Angst mehr, mein Schatz. Lass mir die Angst. Und lass mir das Glück. Und lass uns den langen Weg weiter zusammengehen. Wohin er auch führt. Er stinkt nach Knoblauch.
Und jetzt kommt der Abschied. Der Abschied von Glück und Leid, von Hoffnung und Enttäuschung und von der Liebe in der Schwarzwaldklinik. Abschied von dem Gefühl des Helfenkönnens, des Helfendürfens. Und Abschied auch von der Verantwortung für die Mitmenschen. Die Schwarzwaldklinik wird weiterleben. Als ein Ort, wo Menschen für Menschen da sind. Behalten Sie uns in guter Erinnerung.